CBD und THC ist ein Wunder der Medizin. Das behaupten zumindest einige Ärzte und Forscher. Auch immer mehr Landwirte und Produzenten setzen auf das Produkt Cannabis. Wir schauen, dass die Blätter da unten sind alle weg. Das ist eine perfekte Wahl. Hanfshops an jeder Ecke. Hunderte Produkte, die mit dem Inhaltsstoff CBD beworben werden. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Die Hauptding sind natürlich unsere Blüten. Die beste Wirkung erzielt man mit dem CBD-Öl. Vom Shampoo zur Handseife zur Gesichtscreme ist da wirklich alles dabei. Doch sind kranke Menschen tatsächlich angewiesen auf die angebliche Wunderpflanze? Ja, ich bin so frei und sage mal, dass die Hanfmedizin eigentlich Volksmedizin Nummer 1 wird. So heilsam Hanf laut neuesten Studien auch sein soll, die hochgezüchteten Pflanzen bergen aber auch Gefahren. Quer durch alle Länder bemerkt man einen Anstieg an Cannabinoid-Konsum. Für manche Menschen gibt es kein Leben ohne das berauschende Kraut. Drogen sind meines Erachtens, wie gesagt, ein Werkzeug, womit du dich selber heilen kannst. In Niederösterreich hat Sebastian zusammen mit anderen Kollegen ein Hanffeld für die industrielle Produktion angelegt. Das Feld dient ausschließlich zur Produktion von sogenanntem CBD-Gras. Das sind jetzt unterschiedliche EU-Hanfsorten. Man sieht ja auch an den unterschiedlichen Größen, dass das eben unterschiedliches Saatgut ist. Und die haben eben unterschiedliche Eigenschaften in Form der Höhe des CBD-Wertes, als auch an den Duftstoffen. Die riechen einfach ganz anders. Okay, das ist jetzt, hat mit THC-Pflanzen nichts zu tun? Nein, überhaupt nicht. Das ist zertifiziert von der EU, Saatgut, das legal angebaut werden kann. THC ist der berauschende Inhaltsstoff von Cannabis und darf bei CBD-Pflanzen 0,3% nicht übersteigen. Hanf ist einfach eine Nutzpflanze, die wir als Menschen schon lange verwenden und die ja leider in den letzten 100 Jahren ein bisschen aus dem Fokus geraten ist und oft nur mit einer Droge in Verbindung gebracht wird. Cannabis ist seit rund 6000 Jahren ein wertvoller Lieferant für Fasern, Nahrungsrausch und Arzneimittel. Erste medizinische Aufzeichnungen von Cannabis gehen auf ein rund 4700 Jahre altes Lehrbuch aus China zurück. Kolumbus segelte mit Seilen aus Hanf in die neue Welt. Die Gutenberg-Bibel wurde auf Hanfpapier gedruckt. Den Grundstein für die weltweiten Regulationen von Cannabis legen Heilpraktiker bereits ab den 1830er Jahren. Damals erscheinen in Europa und auf dem amerikanischen Kontinent erste Artikel in wissenschaftlichen Journalen. Die Berichte darüber waren von Beginn an kontrovers. Während die einen ein Heilkraut sahen, war Cannabis für andere ein gefährliches Narkotikum, das Wahn und Sucht auslösen kann. Aber in Wirklichkeit kann Hanf sehr viel mehr als nur ein Rauschgift zu sein. Das geht von der Verbesserung für Böden, es kann Schwermetalle aus dem Boden ziehen, es lockert den Boden wieder auf, der durch konventionelle Landwirtschaft verdichtet ist. Kann therapeutisch genutzt werden, wie viele Studien schon zeigen. Also da kontrolliere ich jetzt, ob einerseits irgendwo Schädlinge sitzen, weil das in der Trocknung dann nachher ein Problem sein könnte, dass dort Schimmel entsteht. Und das wird jetzt vor der Ernte noch entfernt, damit dann nachher die Produktqualität möglichst hoch ist. Das ist zum Beispiel ein Wurm, der einer der Schädlinge ist, die auf den Hanf gehen. Der bohrt sich in den Stamm hinein und klettert da drin entlang. Und durch das Anknabbern des Stammes kann es sein, dass es dann dort faulig wird. Obwohl der Anbau von nahezu THC-freiem Cannabis immer schon erlaubt war, begannen in Österreich erst 2017 die ersten mit der industriellen Produktion von CBD-Gras. Wir haben am Anfang einen Pop-Up-Store gehabt in der Gumpendorfer Straße, um mal zu schauen, wir wollten uns noch nicht so festlegen mit einem eigenen Geschäft, um mal zu schauen, wie eben die Reaktion ist. Und das waren wir gleich am ersten Tag ausverkauft und es waren hunderte Leute da und richtig auch Partystimmung. Und es war richtig, richtig erstaunlich zu sehen, wie die Bevölkerung da sich freut, dass sowas kommt.
Wir haben vorab schon die Polizeistation um die Ecke informiert gehabt, dass wir jetzt da Hanfblüten verkaufen, dass die sich nicht wundern brauchen. Und die haben gesagt, ja okay, gut, danke, dass ihr es gemeldet habt, ist aber nicht notwendig. Gibt es Polizisten auch, die bei euch kaufen können? Ja, definitiv. Meistens, am Anfang sogar manchmal in Uniform, mittlerweile aber nicht mehr. Ja. Neben der Outdoor-Plantage führt er aber auch eines der modernsten Indoor-Labore für CBD-Gras. Tommy ist Künstler und für die Freigabe von Drogen, im speziellen Cannabis. Für ihn ist es eine Selbstverständlichkeit, öffentlich zu kiffen. Er macht dies bewusst, um zu provozieren. Täglich raucht er mehrere Joints und dies meist nicht mit legalem Cannabis. Ja, ich traue jetzt da leider aus Protest, also ich provoziere die Polizei, obwohl ich es ja gar nicht will. Aber sie sind eh voll cool und also ich drehe da jetzt einen Joint mit Marihuana, kein CBD, sondern es ist illegal, aber ja, ich muss es leider machen. Ich würde es eh gern lassen. Ich würde eh gern es lassen, dieses Gesetz zu brechen, aber solange dieses Gesetz da ist, werde ich nicht aufhören können, es zu tun. Und danach ist auch meine Entscheidung. Es geht um die Selbstverantwortung. Einerseits heißt, ich darf mir ein Messer kaufen, ich darf Waffen kaufen. Also das heißt, oder Auto, hallo, Auto. Damit kann man ziemlich viele Menschen töten, wenn man jetzt wahnsinnig ist oder so. Das heißt, Sie wären für eine Legalisierung? Von allen Drogen, ganz offen, ja, mit Führerschein. Mein Gedanke. Mit Führerschein, und zwar Drogenführerschein. Das heißt quasi, wenn du beim Rauchen erwischt wirst von der Mama, nach dem dritten Mal wirst du zum Führerschein gebracht. Und dann wirst du aufgeklärt über Tabak zum Beispiel. Laut einer Studie haben in Österreich 30-40% schon einmal gekifft. Dies bedeutet, dass jeder dritte Österreicher bereits schon mal Cannabis konsumiert hat. Es geht darum, wir Menschen müssen einfach begreifen, dass es manche Menschen gibt, die gern konsumieren. Und dann gibt es welche, die es nicht tun. Es ist okay, ich bin bright. Ich bin bright in der Hinsicht, dass ich stolz drauf bin. Ich bin bright, dass ich stolz drauf bin, zu konsumieren. Ich konsumiere und das ist okay, ich tue keinen weh. Ich mache das so, wie ich mir denke und ja, ich bin ein Mensch und ich probiere ein guter Mensch zu sein und probiere helfen. Sideburn. Das ist nicht so gut, aber... Schmeckt er gut? Ja, gutes Gras. Ich kann nicht sagen, welche Sorten. Das ist das Problem leider in unserer Illegalität, dass ich nicht jetzt in den Shop gehen kann und Steuern dafür bezahlen kann und einfach die Sorte mir aussuchen kann, welche perfekt für mich passen würde. Ich muss das nehmen, was ich bekomme. Ja? Schmackhaft das Ganja, mundet auf der Zunge. Astreines Ganja, pur ist die Wumme. Ganz klar kein Tabak, Druck auf der Lunge. Boxen bis zum Anschlag, Punkt. Diese Mucke, alles perfekt, ich häng mit. Brauchen. Ich brauch jeden Tag 500 Euro. Brauche die. Hätte ich gern. Hab ich nicht. Ja? Ich kann am Tag, wenn es mir gut geht, kann ich 5 Gramm auch rauchen. Das passt. Wenn ich jetzt nichts anderes mache, wenn ich jetzt gar nicht irgendwas tue, dann kann es sein, dass ich am Tag vielleicht 3-4 Joints brauche oder irgendwas. Ich meine, dafür habe ich aufgehört mit Zigaretten rauchen. Ich meine, das ist auch was, ich rauche keine Zigaretten so mehr, ich rauche nur Joints stattdessen. Jeder von uns hat irgendeine Sucht. Sei es jetzt der Sport, oder sei es die Frauen, oder was anderes, ist doch egal, ja? Oder irgendwas. Also ich meine, oder Süßigkeiten, oder Aufmerksamkeit. Ich klopfe ihnen auf die Schulter und sage, sie sind super. Es gibt welche, die brauchen das. Die brauchen das wie das Amen im Gebet, oder Salz in der Suppe. Also ich meine, wie gesagt. Und das ist halt ihrs. Das ist meins, ja. Doch ist Cannabis tatsächlich eine harmlose Droge? Wir treffen den medizinischen Leiter des Vereins Dialog, einer Drogenberatung und Entzugseinrichtung in Wien. Der
der überwiegende Großteil aller Menschen mit einer Suchtmittelabhängigkeit, sei es im legalen Bereich oder im illegalen Bereich, seien es auch nicht substanzgebundene Abhängigkeiten, betrifft Menschen, die eine psychische Instabilität, in den meisten Fällen eine psychische Grunderkrankung haben und versuchen durch den Konsum von Suchtmitteln oder bestimmte Verhaltensweisen dieses innere Ungleichgewicht auszugleichen. Vor allem Cannabis hat in den letzten Jahren einen wahren Boom erfahren. Ein Problem, der THC-Gehalt wurde massiv hochgezüchtet. Somit nehmen auch die Probleme zu. Quer durch alle Länder bemerkt man einen Anstieg an Cannabinoidkonsum, vor allem auch einen Anstieg von Patientinnen, die sich an Suchthilfeeinrichtungen aufgrund von Cannabisproblemen wenden. Das hängt einerseits damit zusammen, dass insgesamt Konsum an Cannabinoiden in Europa sicher gestiegen ist. Andererseits der THC-Anteil in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist. Es gibt inzwischen Cannabisprodukte mit einem THC-Anteil von 20-25%. Die CBD-Produktionsfirma Magoo hat 2017 ihre ersten Stores mit selbst angebauten CBD-Pflanzen eröffnet. Auch eine moderne Indoor-Plantage besitzt sie. Wir sind jetzt hier in unserem Vorzuchtraum. Was wir hier jetzt vor uns und hinter uns sehen, sind unsere Stecklinge. Und was ich jetzt hier mache, ist gerade eine stichprobenartige Qualitätskontrolle. Es ist ganz wichtig, dass die Stecklinge alle von Beginn an die gleichbleibende und gute Qualität haben. Ja, wie schaut's aus? Ja, an sich alles sehr gut. Internodenabstände passen, ja. Sehr vital, Düngung ist in Ordnung und wir werden bald jetzt hier einsetzen. Ist sehr gut. Man muss da natürlich schon etwas genauer hinsehen, man sieht es aber dann recht bald. Vielleicht finde ich ein Beispiel. Bei der Pflanze sieht es jetzt nicht ganz so gut aus. Die haben wir uns jetzt als Beispiel parat gestellt. Die würde jetzt aussortiert werden. Die Anlage ist vollautomatisch. Alle Parameter können genauestens gesteuert und kontrolliert werden. Ja, also hier sehen wir jetzt, wo wir unsere ganzen Klimaparameter steuern können, unser Gießsystem. Wir können steuern die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2-Gehalt, Lampenabstand, nur als Beispiel Lampenintensität, Lichtintensität und so weiter. Das ist schon noch ein Unterschied jetzt zum konventionellen, größeren Pflanzenanbau, wie man es jetzt aus Holland kennt. Einige Monate braucht es, bis die Pflanzen im Labor bereit sind, um geerntet zu werden. Und wie geht's den Damen? Ja, eh gut. Eh gut. Sind bald fertig. Ja, schon. Geben wir auf jeden Fall noch richtig schön Gas. Ja. Laut Plan sind wir in circa eineinhalb Wochen soweit. Es herbstelt, ja, die Blätter werden gelb. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Pflanze, dass jetzt simuliert wird, die Tage werden kürzer. Das heißt, die Pflanze muss reifen, wie alle anderen Pflanzen auch. Das heißt, die Lichtzeit pro Tag wird verkürzt und dann ändert sich auch natürlich noch einige andere Parameter. Und jetzt herbstelt's. Wenn man hier das sich genauer anschaut, dann sieht man hier schon, dass die Härchen, die noch vor einer Woche komplett weiß waren, jetzt sich schon leicht beginnen, manche braun zu färben. Das ist auch ein Anzeichen, genauso wie dass die Blätter gelb werden, ist das ein Anzeichen, dass die Blüten reif werden. Diese gelben Zetteln, was ist das genau? Ja, also das sind so herkömmliche Gelb- und Blautafeln. Da können wir monitoren, wie die Tiere, die im Raum sein können, was das für Tiere sind und in was für einem Ausmaß. Okay, müssten dann alle Pflanzen weg oder wenn was Nein. auftritt? Also das Eingreifen bedeutet, dass wir arbeiten hier mit Nützlingen. Das heißt, da gibt es dann es kommt darauf an, was für einen Befall wir haben. Gibt es dann spezielle Raubmilben, die sich dann von diesem Befall ernähren? Somit dann bestellen wir eine Lieferung von einer speziellen Gattung an Raubmilben und die tun dann unsere Schädlinge auffressen. Zurück zu Künstler Tommy. Er ist bekennender Kiffer. Laut eigener Aussage leidet er an ADHS. Für ihn wirkt die Droge beruhigend und er steigert seine Konzentration damit. Ich kann
Ich kann abschalten, ich kann mich geistig auf das konzentrieren, was mich weiterbringt. Das heißt, lustige Sachen, Spaß, Humor, irgendwas, was mir Freude bereitet. Das bringt mir was. Wenn ich mich auf was Negatives konzentriere, was ich genug erlebt habe, ich könnte den ganzen Tag mich nur über Schlechtes, mit mir Schlechten auseinandersetzen. Das macht mir, bringt mir nichts, das macht mich geistig und körperlich krank. Also folgedessen probiere ich halt die ganze Zeit mich auf was Lustiges zu konzentrieren. Und wenn die Welt dich stresst, wenn gewisse Situationen Tage kommen, wo du mit dem linken Fuß aus dem Bett gestiegen bist, ja, dann ist es schwierig. Schwieriger, gut drauf zu sein und die Sachen, was man weiß, durchzusetzen. Doch ein Umgang mit illegalen Substanzen kann schwere Auswirkungen haben. Das Hotel wird monstermäßig verwandelt. Blobby? Jetzt müssen sie die Bande zurückverwandeln. Kielermücke. Ich hab sie! Johnny nicht! Hotel Transylvanien, eine Monsterverwandlung. Nur auf Prime Video. Manche Dinge sollten für alle zugänglich sein. So wie Elektroautos. Der neue Dacia Spring schon ab 14.390 Euro. Jetzt 4 Winterkompletträder gratis auf alle Dacia-Modelle. Was denn? Ich würde so gerne mal wieder was richtig Gutes lesen. Hä? Was, hä? Na, hä? Hä? Hm. Ah. Liest sich köstlich das McDonald's Bonusbuch mit der Big Rösti Superkombi und noch mehr mega Angeboten in der McDonald's App. Ba-da-ba-ba-ba. Suchtmittelabhängige Menschen beginnen andere wichtige Lebensbereiche, die vorher eine zentrale Rolle spielten, zusehends zu vernachlässigen, wie zum Beispiel das Pflegen ihrer sozialen Kontakte, ihre beruflichen Herausforderungen, bis hin zu einer Vernachlässigung der alltagsnotwendigen Dinge, wie auch einkaufen gehen, sich im Freien bewegen etc. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zum Thema Hanf aufzuklären. Er ist für eine Freigabe von Cannabis. Am liebsten wäre ihm aber eine Freigabe von allen Drogen. Hallo, grüß euch, eine Frage. Heute hat es kurz Zeit für eine Umfrage sozusagen eigentlich. Eigentlich nicht. Okay, dann wünsche ich noch einen schönen Tag, gell? Dankeschön, tschüss. Was wollen Sie jetzt machen? Wollen Sie Leute aufklären, oder? Nein, ich will nur Fragen stellen. Dann was interessiert Sie da? Ja, wie gesagt, wegen der Prohibition im Endeffekt. Grüß Gott, haben Sie zufällig Zeit? Kurz für Okay, passt ja wohl. Grüß Gott. Haben Sie zufällig eine Meinung zu der Prohibition? Prohibition? Ja, ich komme gerade aus dem Wirtshaus. Also darf man die Meinung. Jawohl. Und jetzt frage ich aber, wenn Sie eh schon sozusagen für die Prohibition von Alkohol sind, wie ist es mit dem Thema Cannabis? Sagen Sie da, das ist auch was, was sich jeder selber entscheiden darf? Oder sind wir da Kinder und müssen uns quasi sagen lassen? Genau, ja. Das ist die Frage. Sind wir Menschen so weit, dass wir uns selber entscheiden sollten für? Ich meine, sollte man glauben. Eigentlich schon, ja. Ja. Ich meine, wie gesagt, gewisse Situationen, wo man sich denkt, okay, da gibt es schon ein paar Trotteln, aber man darf nicht nach den paar Trotteln gehen, oder? Man muss doch nach der Mehrheit gehen. Ja. Und die Mehrheit ist eh vernünftig eigentlich. Ich meine, die arbeiten brav, die machen andere Dinge. Wieso nicht, oder? Was ja, das ist schon richtig. Aber ich sage, eine gewisse Eigenständigkeit gehört schon her. Natürlich. Ja. Selbst drauf schauen. Die Freigabe von Drogen, ist das das Richtige? Ist das der richtige Weg? Nein, das glaube ich auch nicht. Also, das ist sicher nicht der richtige Weg. Aber es ist ja so, mit den Drogen fängt ja keiner an mit den schweren. Die fangen an einmal mit einem Zigaretterl und so weiter oder mit einem Joint. Und die bleiben ja auch nicht alle hängen. Was ist ein Hängerbleiben? Dass man immer mehr den Kick sucht und das dann zu wenig ist, dann nimmt man dann schon irgendwie. Kennen Sie das beim Alkohol leicht auch, oder? Beim Alkohol ist es vielleicht leichter. Dass man dann hängen bleibt. Oder? Dass man hängen bleibt, ja. Aber ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vielen Dank. Ja, euch auch. Alles Gute. Dankeschön. Wiederschauen. Jeder Mensch, der vernünftig denkt, der gibt mir recht. Das ist die Wahrheit. Es geht für die Menschen um die Freiheit. Und da
Das soll sein. Nein, aber es geht um die Freiheit, Leute. Es geht um die Freiheit, es geht um die Menschen, es geht um uns alle. Freie Entscheidung in der Auswahl der Drogen. Das ist das Ziel von Tommy. Drogen sind meines Erachtens, wie gesagt, ein Werkzeug, womit du dich selber heilen kannst, wenn du das magst. Und wenn du mit dir selber umgehen magst. Und das kostet sehr viel Kraft und Anstrengung. Und es tut weh. Es tut weh. Aber es befreit, und zwar sowas von extrem. In Österreich leiden 1,7 Millionen Menschen an chronischen Schmerzen. Sie werden oft mit schweren Medikamenten behandelt, die enorme Nebenwirkungen haben. Wäre Cannabis eine brauchbare Alternative? Dr. Kurt Blaas ist davon überzeugt. Das sind alles Produkte, die an die Patienten großteils abgegeben werden, verschrieben werden. Ja. Das ist zum Beispiel ein Fertigprodukt, heißt Sativex, besteht aus reinem THC und CBD im gleichen Ausmaß. Und das ist ein Spray, ein oromukosaler Spray, den man in den Mund hineinsprüht. Man macht das 3-4 Mal am Tag. Und das wird eigentlich eingesetzt für die Multiple Sklerose. Hat nur einen riesenlosen Nachteil, dass es wahnsinnig teuer ist. Ja. Ein Flascherl wird nie alleine verkauft, das ist eben sehr schlecht. Es werden immer nur 3 Flakons verkauft, die kosten dann so um die 400 bis 600 Euro. Österreich bewegt sich in der Frage der Cannabis-Freigabe konträr zum weltweiten Trend. Während manche Staaten Cannabis gänzlich freigeben, geht die Tendenz in Österreich derzeit noch nicht in diese Richtung. Wer kriegt das Fläschchen von der Krankenkasse genehmigt? Da gibt es klare Voraussetzungen. Das sind Patienten, die ein chronisches Schmerzsyndrom haben. Ich betone ein chronisches Schmerzsyndrom seit vielen Jahren, die schon alles ausprobiert haben, die unter anderem auch bereits Opiate und Opioide versucht hatten. Mit denen konnten sie ihre Schmerzen nicht lindern. Die bekommen das zum Beispiel von der Krankenkasse. Auch CBD-Produkte werden von der Krankenkasse in den meisten Fällen nicht bezahlt, obwohl immer mehr Studien belegen, dass CBD für Menschen mit medizinischen Leiden durchaus positive Wirkung hat. Der Unterschied zwischen THC und CBD ist erstens einmal ein gewaltiger, nämlich das CBD ist nicht so psychoaktiv. Es ist schon ein wenig psychoaktiv, sonst könnte es ja nicht schlafinduzierend und antipsychotisch wirken. Ja? Aber es ist so auf jeden Fall nicht psychoaktiv in dem Sinne wie Cannabis, dass es auch eine Psychose auslösen könnte. Das ist der eine Unterschied. Der andere Unterschied ist, das CBD hat gewisse Prämissen, wo man es einsetzen kann. Zum Beispiel in der kindlichen Epilepsie, beim Dravet-Syndrom. Da werden allerdings sehr hohe Dosen gebraucht. Man kann es einsetzen gegen Panikattacken. Ja. Dr. Kurt Blaas behandelt viele seiner Patienten mit Cannabisprodukten. Ja, ich bin so frei und sage mal, dass die Hanfmedizin eigentlich Volksmedizin Nummer 1 wird. Ist gerade dabei, ja. Volksmedizin Nummer 1 zu werden. Wir haben zwar eine Hanfrenaissance, das heißt, das war alles schon einmal. Und die größte Hanfblütezeit war so in der Zwischenkriegszeit zwischen 1918 und 1938. Und in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, als Österreich zur EU beigetreten ist und Österreich auch wieder Industriehanf anbauen durfte, haben sich viele Hanfbauern gefunden, haben sich gesagt, na, das ist vielleicht doch ein Geschäft. Der Anbau wird ja subventioniert von der EU. Und dann hat sich das umgesprochen, die alte Tradition, Hanf als Medikament, als Medizin zu verwenden. In Österreich gibt es zwischen 80 und 100 CBD-Shops. Sie vertreiben alles, was auf Hanf basiert. Seit der Eröffnung des ersten österreichischen CBD-Shops im Jahr 2017 ist der Markt regelrecht explodiert. Heilsversprechungen sind beim Verkauf.
CBD so ein Hype? Weil es definitiv mittlerweile nachgewiesen ist, auch in Langzeitstudien, dass es medizinisch wirklich einen effektiven Nutzen hat auf unseren Körper. Und einfach immer mehr Leute einfach merken, dass sie durch CBD wegkommen von der Pharmaindustrie, von schweren Medikamenten, sage ich jetzt mal, die doch gewisse Nebenwirkungen mit sich bringen, was halt beim CBD aufgrund dessen, dass es ein natürlicher Stoff ist, eher da nicht so gegeben ist. Zum Verkauf stehen in diesen Läden verschiedenste Öle, Salben, Tees und auch CBD-Blüten. Im Gegensatz zu den sogenannten Head- und Grow-Shops werden in diesen Geschäften keine Hanfpflanzen zum Verkauf angeboten. Die Hauptdinge sind natürlich unsere Blüten. Das klassische Weed, Ganja, wie man es kennt, aber halt eben nur mit den maximal 0,3% THC, wie es vom Staat erlaubt ist. Und natürlich auch mit einer unserer Hauptsachen und natürlich auch die beste Wirkung erzielt man mit den CBD-Ölen. Es gibt hier solche CBD-Öle, die zum Beispiel noch zusätzlich mit einem Melatonin versetzt sind. Wenn man Schlafschwierigkeiten hat, wenn man generell seinen Schlafrhythmus so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht hat, kann man das damit wirklich wieder komplett in den Griff bekommen. Mittlerweile gibt es aber auch Lebensmittel mit Hanf. Das Geschäft floriert. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Jüngere Leute, die Schwierigkeiten haben mit Nervosität, mit Ängsten, mit Prüfungsstress, bis hin zu älteren Menschen, die wirklich mittlerweile über Jahrzehnte schon auch, sagen wir mal, Medikamente genommen haben und die jetzt auch einfach sagen, okay, nein, sie gehen jetzt mal diesen Schritt und probieren auch mal die natürliche Variante. Für was hilft das jetzt alles, theoretisch? Also theoretisch, die Liste dessen an Beschwerden, wo man es anwenden kann und wenn man nachliest, ist wirklich endlos. Um jetzt mal die bekanntesten aufzuzählen, sind natürlich angstlösende Störungen, eine stark entzündungshemmende Wirkung. Kommt natürlich alles aber auch immer auf die Dosierung natürlich an, in welcher Menge man das Ganze zu sich nimmt. Auch Hygieneartikel werden angeboten. Kosmetika-technisch gibt es natürlich auch, also vom Shampoo zur Handseife zur Gesichtscreme ist da wirklich alles dabei. Dass CBD-Artikel aber in allen Belangen die angepriesene Wirkung haben, darf bezweifelt werden. Man findet das CBD in verschiedenen Formulierungen. Man findet es in Cremen, ja, zum Beispiel zum Auftragen auf der Haut. Ja, das CBD sollte über die Haut resorbiert werden. Da sind wir erst am Anfang der dermatologischen Forschung. Ja. Ob das wirklich so gut wirkt, wie das angepriesen wird, weiß wahrscheinlich niemand. Ja. Und gleich, Aktionskünstler Tommy raucht lieber Joints als Zigaretten. Das heißt, die Welt wird gefickt mit jeder Chick. Und mit denen sicher nicht. Ja. Außerdem, auch historische Persönlichkeiten haben Cannabis aus medizinischen Gründen konsumiert. Bis hin zu den in der Nationalbibliothek in Wien erhaltenen Rezepten für Cannabis Indica, die der Kaiserin Sisi verschrieben worden sind. Tommy leidet unter ADHS. Er hält nichts von der, wie er es nennt, Prohibition von Cannabis. Ja. Ich probiere einen Anstand zu zeigen. Das heißt also, dass mir meine Umwelt das wert ist. Aber ich meine, ganz offen und ehrlich, ich rauche nur viel mit Filter die Zigaretten, also Papierfilter. Selbst wenn ich jetzt mal eine ohne Cannabis rauche. Weil, wenn ich die wegschmeiße, verrottet sie und beim Plastik-Scheiß bleibt 500 Jahre da. Das heißt, die Welt wird gefickt mit jeder Chick. Und mit denen sicher nicht. Ja. Chill dein Life, hey, Homie, chill dein Life, hey. Du weißt, ich weiß, hey, besser chill dein Life, hey. Chill dein Life, Homie, chill dein Life, hey. Chill dein Life. Was haltet ihr von, Prohibition? Kennst du die Prohibition? Also, dass illegal, dass Substanzen illegal sind. Findest du das gut oder schlecht? Was für Substanzen meinst du? Ja, Drogen. Ich rede jetzt von Substanzen, wo du das selber geben kannst. Und wo du jetzt im Endeffekt sagst, ja, na, okay, ich gebe mir das jetzt und
verhalte mich jetzt nicht wie ein Trottel, sondern mache das ganz normal. Nicht jetzt übertrieben. Ich rede jetzt nicht von Ausnahmefällen, die halt dann Scheiß bauen, sondern von ganz normalen Leuten. Ausnahmefällen, die Scheiße bauen, gibt es ja immer. Ich glaube, die meisten Drogen sind weniger sind harmloser als Alkohol. Okay, ja. Ich denke, die meisten Drogen könnte man eigentlich auch legalisieren. Hängt halt davon ab von der Droge, aber man sollte auf alle Fälle aufklären, was die Leute machen. Ganz genau. Ich hätte auch gesagt, dass normaler Drogenkonsum eigentlich nicht illegal sein sollte. Die meisten Drogen sind ja auch nicht welche, bei denen man wirklich abhängig ist. Das hängt ja auch sehr stark vom Kontext ab, von dem Grund, weshalb ich eine Droge nehme. Nehme ich sie, um vor einer Realität zu fliehen, was man auch mal machen darf. Aber ist das ganz der Grund, warum ich immer wieder reingehe zur Droge? Natürlich werde ich dann abhängig. Oder stelle ich mich den ganzen dadurch vielleicht sogar? Ja, und es kann aber auch sein, dass ich einfach eine Droge nehme, um eine Erfahrung zu machen. Es gibt ja sehr viele Drogen, die sind eigentlich Sachen wie beispielsweise LSD, bei denen ja natürlich niemand süchtig wird, die eigentlich ganz nur da nicht, sind, dass man eine Erfahrung macht, eine zusätzliche, und dann wieder rauskommt. Und es ist auch unglaublich wichtig, wenn wir mit solchen Substanzen spielen, dass wir wissen, was wir machen. Dass beispielsweise, wenn ich eine Substanz nehme, die auf den Herzkreislauf geht, dass ich weiß, ich habe keine Vorerkrankung. Ganz genau, Ich sollte wissen, was ich tue. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, so verhindern wir auch Eskalationen und dumme Fälle. Und genau deswegen ist mein Gedanke ein Drogenführerschein, weil das, sagen wir mal, das wäre dann, kann man sagen, von staatlich, kann man sagen, gesichert sozusagen und beobachtet. Vielleicht ganz anders, wie jetzt, sagen wir mal, die jetzigen Suchtstationen oder irgendwie so. Aber also angenehm, entspannt, Leute, die verstängern, mehr wie ein Jutz als wie ein, ja. Für Tommy ist es ein großes Anliegen, Menschen von seiner Meinung zu überzeugen. Und manchmal kann das ein wenig dauern. Vor allem, wenn er sich in Rage redet. Ciao. Ciao, alles Gute. Super. Ja. Wie sind so die Reaktionen jetzt von den Menschen? Ja, wie gesagt, die Leute sind entweder, sie sagen nichts dazu, weil es im Endeffekt für sie halt selber damit nicht konform haben. Oder sie reden drüber und sind damit konform, verstehen sie oder sehen sie halt auch so. Und ja, war eh klar. Es gibt halt welche, die mögen es, und es gibt welche, die mögen es halt nicht. Ja. CBD-Shops gibt es immer mehr. Mittlerweile werden CBD-Produkte sogar schon in Tankstellen und Automaten verkauft. Wie jede andere Ware auf dieser Welt an sich, in dem Moment, wo es Anklang findet und man es kommerzialisieren kann, wird das Ganze passieren. Das ist natürlich ganz normal. Es gilt halt einfach, sagen wir mal, für sich selbst, sagen wir mal, abzuwägen. Was ist mir zu, sag ich mal, poppig? Wo merke ich, okay, nein, das ist wirklich ein Cash Grab, die wollen wirklich nur mein Geld? Und was ist wirklich das Produkt, wo ich sage, okay, dem vertraue ich jetzt. Aber dafür sind natürlich auch solche Läden und solche Leute wie ich da, um natürlich dann die Kunden auch zu beraten. Neben dem angeblich heilsbringenden CBD gibt es aber auch andere legale Drogen, die in diesen Shops verkauft werden. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Das ist der Versuch der Industrie dessen, mehr oder weniger jedweden legalen Stoff so miteinander zu kombinieren, um die Wirkung einer, sagen wir mal, echten Droge zu erzielen. Also jetzt mal als Beispiel, wenn man jetzt hier so ein Trip-A oder Space-A, die sollen von der Wirkung her eine ähnlich psychedelische Wirkung haben wie LSD. Grund dafür ist, da der Stoff, der da drin ist, der da wirkt, ist ein LSA, was in den Samen, die da drin verarbeitet worden sind, stark enthalten ist. LSA ist Glyceroxyamid und ist in den Samen der hawaiianischen Holzrose enthalten. Bei Überdosierung der legal und als ungefährlich vermarkteten Pillen können schwere Psychosen und Vergiftungen auftreten. Doch inwiefern sind die Produkte kontrolliert, die in Hanfshops verkauft werden? CBD-Produkte sind in einer rechtlichen Grauzone. Seriöse Anbieter geben ihre CBD-Produkte an Labore weiter, die ihre Produkte testen. Die CBD-Industrie versucht immer mehr, sich als seriöse Branche darzustellen. Das heißt, immer mehr Firmen gehen dazu über, Qualitätssicherung aufzubauen, auch zertifizierte Qualitätssicherung, und schicken ihre Proben in ein Labor. Ein eigenes Gütesiegel der Argecana soll für Kundensicherheit sorgen. Lebensmittel unterstehen dem strengen österreichischen Lebensmittelgesetz. Es gibt für Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittel gesetzliche Standards, ob die jetzt CBD enthalten oder nicht, aber auch CBD-haltige Nahrungsergänzungsmittel unterliegen den Vorschriften.
Dennoch gibt es Forderungen, CBD-Produkte unter ein einheitliches staatliches Kontrollgesetz zu stellen. Die zuständigen Institutionen in der Verwaltung haben es bisher nicht zustande gebracht, eine Regulierung herbeizuführen. Und deswegen haben wir auch 2016 unser Gütesiegel eingeführt, das AG-Cannabis-Gütesiegel für cannabinoidhaltige Produkte. Das bietet eben Anbietern von CBD-Produkten, die seriös sind, an, dass wir das unabhängig überprüfen im Labor, sodass Patienten, die darauf angewiesen sind, ein sauberes Produkt zu kriegen, auch sicher sein können, dass sie das dann haben. Der Verein Arge Canna, ein Patientenverein, fordert schon seit langem, dass Cannabis im medizinischen Bereich einfacher zugänglich ist. Naja, in Österreich ist es grundsätzlich so, dass man eigentlich austherapiert sein muss mit den bereits bewährten Therapieformen, bevor man dann Cannabis verschrieben bekommt. Das ist aber auch eine sehr strittige Frage. Und zwar deswegen, weil auf toxikologischer Ebene ist absolut nachgewiesen, dass Cannabis ungiftig ist. Ja? Also es führt nicht zu einer Zellmorbidität oder es verursacht keine Zellschäden, es verursacht keine bleibenden Schäden. Es gibt gewisse psychische Risiken, die sind bekannt, aber auch umstritten. Insgesamt kann man sagen, dass Cannabis auf jeden Fall um ein Vielfaches risikofreier ist als zum Beispiel Salicylsäure. Das ist ein Mittel, das wirklich in jeder Hausapotheke zu finden ist gegen Schmerzen. Ja, wenn's ein bisschen Kopfweh hängt, dann nimmst du da so und so. Ne? Grow-Labor für CBD-Pflanzen werden mehrere Kilogramm pro Tag geerntet. Die Blüten zum Rauchen sind das beliebteste Produkt. Dafür müssen die Blüten, oder wie sie in der Fachsprache genannt werden, Buds, speziell zugeschnitten werden. Das ist eine Rolle, die sich dreht und über einen Abzug wird hier die Luft, werden die kleinen Blätter durch diese Schlitze gesaugt und somit werden diese Blätter sehr schonend abgeschnitten und werden dann weiter hinausgefördert über ein Förderband, wo es noch die letzte Qualitätskontrolle gibt. Wir schauen, dass die Blätter da unten sind alle weg. Und wenn wir schauen, diese auch die Stange, diese kleine Stange, die 1, 2, sie muss weg sein. Dann, wenn diese weg sind, wir putzen die. Das ist eine perfekte. Und nachdem werden sie recht locker auf Trockennetze aufgetragen, damit dort die Luft schön zirkulieren kann und sie dann alle gleichmäßig trocknen. Nachdem die Buds zugeschnitten wurden, muss man sie verarbeiten. Die Produkte werden über die eigenen Stores sowie online vertrieben. So, hier sind wir jetzt beim Verpacken. Und hier wird die trockene Ware, die mittlerweile jetzt hier wunderbar fertig ist, verpackungsbereit, dann im Endeffekt abgewogen und dann in die Endverpackung konfektioniert. Jedes Produkt muss genau gewogen sein. Nur die besten Buds werden ausgewählt. In einem chinesischen Heilkräuterbuch, das im 2. Jahrhundert nach Christus erschienen ist, wurde Cannabis bereits erwähnt. Aber auch in Europa findet man die Pflanze in Schriften aus dem 6. Jahrhundert. Ich würde sagen, Cannabis gehört sicherlich zu den ältesten Kulturpflanzen der Weltgeschichte. Wir haben Funde von Hanfseilen, die gehen teilweise über 10.000 Jahre zurück. Hanf als Medizin geht auch in archäologischen Funden tausende Jahre zurück. Wenn Sie jetzt sagen, zum Beispiel die Hildegard von Bingen, die erwähnt in ihrem sozusagen Standardwerk der Physiker, das ist aus dem Jahr 1000 circa, auch Hanf als Heilpflanze und das setzt sich fort durch die Geschichte hindurch, also bis hin zu den in der Nationalbibliothek in Wien erhaltenen Rezepten für Cannabis Indica, die der Kaiserin Sisi verschrieben worden sind. Einen ersten Hype um Cannabis gab es in der Donaumonarchie offenbar schon in den 1870er Jahren. Hier begann das Heilkraut langsam nach Europa überzuschwappen. Sissi, die der Schulmedizin eher skeptisch gegenüberstand, ließ sich von ihren Ärzten Cannabispulver verschreiben. Und seitdem die Kaiserin das Mittel genommen hat, boomte es im Kaiserreich. Es wurde ein riesiges Geschäftsfeld und auch in den Zeitungen wurde das Heilmittel beworben.
Cannabis wurde meistens genommen für Schlafstörungen, Appetitstörungen, aber auch bei Krebs. Also das ist zum Beispiel ein interessanter Fund aus dem Bereich, sozusagen ein bisschen südlich von der Mongolei und im Kaukasusbereich, da waren die Skythen, das sind war ein wildes Reitervolk einige tausend Jahre in der Vergangenheit. Und da hat es eine Art, ja, die Skythenprinzessin gegeben, da wurden eben eindeutig sozusagen zur medizinisch orientierten Konsumation gedachte Cannabisreste gefunden in ihrer Grabstätte und die hatte eben auch sehr stark Krebs. Ja, das ist nachgewiesen worden und da kann man davon ausgehen, dass sozusagen auch Schmerzbehandlung eine Rolle gespielt hat schon früher. Richtig verpönt war Cannabis dann erst im Laufe der 1920er Jahre. Es wurde auf der internationalen Opiumkonferenz ein erstmaliges. Die einen von noch Ibiza, die anderen hin zum Benny. Wann die Preise Party feiern, ist dort immer Remi Demi. Jetzt bei Penny. Ferrero Milchschnitte, Kinder Pinguin oder Maxi King. Pro Packung um nur 99 Cent. Ein globales Verbot erwirkt. Später wurde dies dann auch bei der UN beschlossen. Die Ächtung von Cannabis auf internationaler Ebene beginnt eigentlich im Jahr 1961 mit der Einstufung von Cannabis als sehr stark suchterweckend, also suchtauslösende und medizinisch überhaupt wertlose Giftpflanze. Stefan ist bekennender Kiffer. Er wohnt noch bei seiner Mutter und besitzt ein Geschäft für Lego. Nach dem Frühstück, das er um etwa 10 Uhr einnimmt, ist es dann meistens soweit. Ein kleiner Joint muss sein. Naja, in der Früh noch kein so starkes, aber wenn der Tag sich gegen Ende neigt, bin ich doch eher jemand, der einem guten Abendjoint nicht abgeneigt ist, würde ich mal sagen. War das immer so oder haben Sie früher auch schon einmal untertags auch gekifft? Früher war das schon anders. Also gerade so in der frühen Studienzeit und so war es schon auch mal gleich nach dem Aufstehen. Vor einigen Jahren hat er sogar bis zu 10 Joints am Tag geraucht. Da fühlt man sich so frei, weil da sind diese ganzen Sachen, haben keine Anwesenheitspflicht und man checkt noch nicht, dass man das eigentlich gescheit wäre, anwesend zu sein und dass es einem das dann nachher irgendwie auf den Kopf fällt. Aber in diesem Vibe ist das, hat sich das ein bisschen ausgeweitet, dann der Konsum. Der Preis pro Gramm liegt bei Weed bei etwa 10 Euro. Weed ist zwar teurer geworden, dafür stieg aber auch der THC-Wert. Sagen Sie, was ist das Gute am Kiffen für Sie? Das ist eine gute Frage. Entspannung wäre vielleicht der falsche Begriff. Es ist so ein Abschalten nach einem Tag, dass man sich so quasi ein bisschen dann distanziert von den Sachen, die einen den ganzen Tag beschäftigt haben, die vielleicht noch zu tun wären, aber man meistens erst am nächsten Tag wieder was aktiv tun kann und sowas. Und also mir hilft zum Beispiel, da so ein bisschen abzuschalten halt. Am Abend ist das, finde ich, für mich angenehm einfach. Dann kann ich, brauche ich einen Ofen, drehe mir irgendeine Fernsehserie auf und lass mich noch ein bisschen berieseln, bevor ich einschlafe halt. Auf jede Person wirkt sich irgendwie unterschiedlich aus. Manche Leute vertragen das sehr gut, manche Leute kriegen ganz schnell irgendwie Angstzustände oder Verfolgungsgefühle oder irgend so ein Blödsinn. Also da ist das Risikopotenzial hoch, aber es ist ja zum Beispiel bei Alkohol genauso. Manche fangen an zu weinen, manche werden aggressiv oder so, wenn sie zu viel Alkohol trinken. Das ist ja auch immer so eine Dosisfrage. Am liebsten zieht sich der 30-Jährige nach seinem Joint in sein Kinderzimmer zurück. Von CBD-Gras hält er nichts. Für manche Leute ist es eine Alternative. Für mich persönlich finde ich es nicht so gut. Ich glaube, das hat vorwiegend medizinischen Nutzen. Ich glaube, das ist in der Medizin halbwegs sinnvoll, so
Ich fand es jetzt nicht so toll. Aber das ist ja für jeden anders. Zum Beispiel mein Freund mag es gern. Weil es eben halt nicht beeinträchtigend ist quasi. In seinem Freundeskreis kennt er ein paar, die zumindest eine Zeit lang Probleme mit Cannabis hatten. Sicher in einem Zeitraum, aber halt so auf lange Sicht nicht. Also es ist keiner, der dann so sein komplettes Leben weggeworfen hat, weil er eine Zeit lang halt mehr gekifft hat und da dann eventuell ein paar Chancen vergeben hat, aber die mussten das halt dann wieder aufholen. Also es wirft einem dann vielleicht Steine in den Weg, aber ich glaube nicht, dass es das Ende vom Weg ist. Also dass Cannabis der Abgrund ist, in den man reinfällt und dann ist aus mit dem Leben. Also das denke ich nicht. Und gleich, bei Tommys Familie sind Drogen tabu. Bei einer von meiner zwei Schwestern, die hat eine kleine Tochter, meine Nichte, und die mag das nicht, wenn ich irgendwie berauscht wäre. Im Wiener Prater ist Tommy unterwegs. Er raucht öffentlich Gras und will damit bewusst Aufmerksamkeit erregen. Bei ihm zu Hause sind Drogen tabu. Was sagen denn Ihre Eltern zu Ihrem Drogenkonsum? Natürlich sind die nicht damit dafür und auch nicht, sind nicht dafür damit. Und generell meine Familie, ich bin der Einzige, der das macht. Und ja, aber was ist, wenn Sie so auf ein Familienfest völlig zugedröhnt kommen? Bin ich nicht. Wenn ich konsumiere, dann konsumiere ich so, dass es passt. Aber wie gesagt, bei meiner Schwester, also ich habe zwei Schwestern, bei einer von meiner zwei Schwestern, die hat eine kleine Tochter, meine Nichte, und die mag das nicht, wenn ich irgendwie berauscht wäre. Also ich darf vielleicht dort, wenn wir mal zur Feier sind, was trinken, mittrinken und so. Aber wie gesagt, also ich mag das nicht, wenn ich zu Banane bin, und deswegen bin ich da nüchtern. Der Künstler will die Freigabe von Cannabis erwirken. Dafür schreibt er auch Gedichte. So. Von Teaching, Auflegen und solche Sachen zu Poesie, also Gedichte und so. Dann Songtexte habe ich auch schon geschrieben und ein bisschen singen, aber da will ich nichts sagen, weil ich so gut bin, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber wie gesagt, Gedichte und so. Da geht es um was wir alle lernen könnten, sollten vielleicht. Okay? Aber ich lese es einmal vor, wenn ich darf. Weil ich merke mir die ganzen Sachen nicht auswendig. Ich meine, wie gesagt, ich brauche das ein bisschen so als Sicherheit. Ich bin da jetzt nicht der Beste von irgendwas. So, okay. Geduld. 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 Ruhiges, beherrschtes Ertragen. Die Fähigkeit, es zu erwarten. Hinnehmen die Arschkarten und trotzdem die Hoffnung stets bewahren. Er will irgendwann ein Buch mit seinen Gedichten veröffentlichen. Davor muss er aber noch ein wenig konzentriert schreiben. Aber trotzdem, Liebe an alle, Selbstliebe, Liebe, Liebe, Liebe für uns alle. Und die helfen zusammen. Und wie gesagt, die armen Leute, die fliehen und alles. Hey, kommt, wir müssen ein bisschen anfangen, Alter, die Welt anders zu sehen. Nicht meins, 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 sondern die Welt gehört alle, alle, alle. So, alle und habe die Ehre. Musik.